안녕하세요 여러분. 저는 렌즈라는 독일 사람입니다. 반갑습니다. Der heutige Plan ist, dass wir eine Hanbok anziehen. Das heißt die traditionelle koreanische Kleidung und damit im Pukchon-Dorf, also in einem traditionellen Dorf, rumlaufen und da vielleicht auch ein paar Fotos machen. Nach dem Pukchon-Lit gehen wir zusammen in den Gyeongbokgung Palace, also in den Palast. Den koreanischen, einer der Paläste. Es gibt ja verschiedene. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich konnte nämlich noch nie eine Hanbok, also eine traditionelle Hanbok anziehen, die ich wollte. Die nur, also ich persönlich ausgewählt habe. Ich habe nämlich bis jetzt immer eine bekommen. Also das eine Mal eigentlich, als ich mit dem Sejong-Hakdang-Programm früher in Korea war, da habe ich einfach eine Hanbok bekommen, die gerade noch auf meine Länge gepasst hat, weil ich bin ja sehr groß. Und wir werden beide traditionelle Kleidung anziehen. Und ich bin schon sehr gespannt, ob da auch schöne Fotos bei rauskommen werden. Eine Sache muss ich noch sagen, nämlich, dass ich eigentlich immer schon Probleme hatte, damit mich selber zu filmen vor anderen Leuten. Also hier laufen überall Leute rum und ich muss halt die Kamera auf mich halten, was ein bisschen unangenehm ist, weil ich wirke wie ein total egoistischer, selbstbezogener Mensch, keine Ahnung. Und eigentlich will ich nur mit euch ein bisschen teilen, wie das hier aussieht und wie es sich anfühlt, hier rumzulaufen. Und deswegen wollte ich sagen, ich scheiß jetzt drauf. Komplett. Ich mache jetzt voll den Touri und ziehe das einfach durch und ist mir egal, ob die Leute dann denken, dass ich ein Touri bin oder nicht. Weil eigentlich denke ich immer, nein, ich will kein typischer Touri sein. Aber dann ist das halt so. Für euch. Okay, jetzt geht's zum Hanbok-Shop. Yes! Ich freue mich so. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Ich wollte immer schon eine schöne Hanbok anziehen. Kannst du dir das vorstellen? Kung, 너 마음이야? 고르는 거. Was 생각이 어때? 진짜? 치마는 빨간 치마 어떤가 싶어. 정말 빨간 치마. 이거 진짜 빨간색이지? 빨간색? 영상에 아예 빨간색으로 나와. 이걸로 할게. 오케이. 오랜만에 한복 입으니까 느낌 이상함. Das Ergebnis. Leute, ich fühle mich sehr majestätisch.
Ein Ding ist es nur, das werde ich sagen, für alle Leute, die groß sind, sollten vielleicht sich das auf jeden Fall überlegen, wenn sie es gar nicht mögen, wenn die Füße rausgucken oder so, und dass man guckt, dass man halbwegs passendes Schuhwerk anzieht, was halbwegs zu deiner Hamburg passt, weil meine sind jetzt weiß, das geht noch, aber meine Füße gucken halt voll raus, also also unten meine Fußgelenke gucken halt voll raus, und das ist dann eventuell nicht ganz so schön, wie man sich das wünscht. Es ist sehr wichtig, an was für einem Tag ihr die Hanbok anzieht, weil wenn es regnet, ist es irgendwie blöd. Also jetzt gerade regnet es halt, aber es soll gleich aufhören. Und wenn es zu heiß ist, ist es auch blöd. Also am besten eigentlich im Frühling oder Herbst. Sommer ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht vor Hitze kollabieren möchte. So, wir sind gerade hier hochgegangen. Es sieht gar nicht so steil aus, wie es sich angefühlt hat. Wir sind jetzt gerade in einem Café, das Pick Me Dan heißt. Wir haben hier, weil wir Hanbok tragen, haben wir diese Cups bekommen. Finde ich ziemlich cool. Kann man dann immer wieder verwenden und vielleicht auch mit einem wiederverwendbaren Strohhalm benutzen oder einfach so trinken. Also man kriegt Sachen geschenkt oder hat ein paar Vorteile. Man kann zum Beispiel mit der Hanbok auch umsonst in den Gyeongbokgung reingehen. Also wir müssen jetzt vielleicht nicht bezahlen für den Eintritt. Wir waren jetzt im Café hier und jetzt gehen wir in den Palast. Und wie ich eben gesagt habe, können wir halt mit der Kleidung umsonst rein. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so viel da regnen wird, aber man hat da ja auch ein paar Stellen, die überdacht sind. Also diese Gänge und so, die sind auch überdacht, dann kann man da auch, schätze ich mal, ein paar schöne Fotos machen. Und dieses Café, das kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Das heißt Pek Mi Dang, und das gibt es direkt neben dem Gyeongbokgung. Also hier ist der Gyeongbokgung, hier sind glaube ich schon die Seitenmauern. Und hier ist es sehr, sehr schön drin, wirklich. Könnt ihr hier auch sehen, man kann da reingehen und darüber, und dann kann man hier überall auch Platz nehmen und Kaffee trinken. Ich habe immer noch nicht ganz diese Nervosität oder dieses Unbehagen in meinem Magen loswerden können. Das heißt, ich habe immer noch nicht so richtig frei essen können. Aber ich hoffe, das kommt noch irgendwann. Ich weiß nicht, ob es diesmal die ganze Zeit so bleibt. Ich hoffe nicht. Nur damit ihr Bescheid sagt. Also ich bin immer noch anscheinend nicht ganz an alles gewöhnt. So, gerade bewegen wir uns zum Haupteingang. Genau, beim Haupteingang kann man am besten rein, oder es ist am schönsten, um reinzugehen natürlich. Aber es ist wirklich entspannend, hier lang zu spazieren. Ich glaube, das ist eine der entspannendsten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe hier. Außer schlafen, das ist noch entspannender. Onira! Es regnet volle Kanne, deswegen ist es gut, dass sie hier an der Seite noch so Gänge haben, wo man einfach lang gehen kann, die super schön sind. Ich liebe diese Gänge. Ich liebe sowieso die traditionellen koreanischen Paläste, die sind so schön. Ich werde euch mal mehr davon zeigen hier.
mit diesen Prinzen hier. Und hier oben. Wow. Ich finde die Farben einfach super schön. Das ist das zentrale Gebäude vom Gyeongbokgung. Also ich habe das Gefühl, es ist krasser als in anderen Ländern, dass so richtig krasse Hochhäuser direkt neben so einem Palast stehen, der uralt ist. Das finde ich sehr faszinierend. Den ihr gerade eben gesehen habt, saß zum Beispiel auch der King Sejong, der halt die koreanische Schrift gemacht hat. Und hier sind auch sehr viele andere Ausländer, die hier die koreanische Kultur genießen oder ja, erfahren wollen. So. Noch eine Info. Also wir haben jetzt die Hanbok 2,5 Stunden ausgeliehen. Okay, also seins war 30.000 Won und meins war 15.000 Won. Für 2,5 Stunden. Ja. Ja. Und das hat jetzt, glaube ich, nicht ganz ausgereicht. Also nicht ganz ausgereicht, um in Pukchon rumzulaufen. Und wir waren halt noch in einem Café. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber weil wir so erschöpft waren, mussten wir uns ein bisschen erfrischen. Ja, wenn man jetzt auch noch im Gyeongbokgung rumläuft, dann ist die Zeit ein bisschen knapp. Das heißt, wir sind jetzt vermutlich zu spät und müssen vermutlich noch was draufzahlen. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 45.000 Won. Nein, nein. Nein, 15.000 Won. Ach so. Oh. Ach so, meine Haare waren noch 3.000. Ups. Ja, okay, also wir sind bei 48.000? Ja? Ja, 48.000. Und dann kommt halt noch was drauf. Das heißt, das Ganze ist so vielleicht 50 Euro. Ist nicht billig, aber ich wollte sowas immer mal unbedingt machen. Und ich finde eigentlich dafür, was man damit machen kann und dass man auch umsonst zum Beispiel hier in den Palast reinkommt und hier und da ein paar Extras hat, bei Cafés und so weiter, finde ich das eigentlich ganz cool. Und ich finde es einfach schön, sowas mal auszuprobieren zu können, was das für ein Gefühl ist. Und ich meine, wer will sich nicht ab und zu mal wie eine Prinzessin fühlen? Kommt! Also ich weiß nicht, ob die das überall so haben, aber in dem Laden, wo wir waren, haben die halt entweder für ein Thema oder traditionelle Kleidung. Ich habe traditionelle Kleidung und das hier ist Thema. Und das Thema ist halt teurer. Also das Thema ist das mit den ganzen Extras und diesen extra goldenen... Verdoppelt. Ja, es ist der doppelte Preis. Mit diesen goldenen Schnörkelsachen und so. Und da muss man halt dann mehr bezahlen. Und ja, meins ist aber das Einfache. Weil ich mag gern so ganz neutrale, schlichte Farben. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Und weil die eh alle gleich lang waren, alle zu kurz für mich, habe ich jetzt einfach gedacht, ja, für mich passt das Traditionelle besser und habe mich dafür entschieden. Wenn beide jetzt zum Beispiel dieses Thema genommen hätten, wären wir da schon lange über 50 Euro gewesen, ohne überhaupt die Zeit zu überschreiten. Also vorher von Anfang an über 50 Euro gewesen. Deswegen muss man genau gucken, was man auswählt, wie lange, welche Extras, also Haare kostet zum Beispiel extra, das was ich mir hinten reingemacht habe, kostet noch extra. Und ja. Aber ansonsten finde ich es ein sehr gutes Angebot. Wow! So viele Hanboks, ich bin impressed. Ah! Yes. Schnell, 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 schnell. Ah. Okay, die Sonne ist rausgekommen und es ist ätzend. Ich bin so froh, dass wir bei bewölktem Wetter gegangen sind. Und jetzt müssen wir schnell zurück, damit wir nicht draufzahlen müssen. Vielleicht schaffen wir es nämlich trotzdem. Wir haben, glaube ich, noch 2 Minuten. Ich habe eben eine Frau gesehen, die neben mir stand und ihr ist alles runtergelaufen aus den Haaren. Puh. Es ist intens. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Video mit
der Hanbok. Ich verabschiede mich dann von euch mit dieser Hanbok an. Und wir sehen uns gleich nochmal danach. Ich glaube, das war jetzt erstmal mein erstes Video in Korea wirklich. Und ich mache jetzt noch ein paar andere Sachen und würde da aber gerne dann ein anderes Video draus machen, weil das irgendwie sonst zu lang wird. Ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich lang geworden. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Video.